Das wird eine richtig heiße Woche, eine Woche der Wahrheit für die Aktienmärkte. Nicht nur, weil wir jetzt den ultimativen Endspurt des US-Wahlkampfs haben, sondern vor allem, weil die großen Schwergewichte aus dem Tech-Sektor ihre Zahlen berichten. Und wenn wir uns mal die Zahlen von SAP, dem deutschen Tech-Konzern, anschauen, dann ist das kein wirklich gutes Omen. Die Aktie 13% im Minus vorbörslich, ein Schwergewicht innerhalb des DAX, nämlich 11%. Bringt es vom DAX auf die Waage und das belastet schon mal den deutschen Leitindex. Und die Frage ist, wie werden sich jetzt die anderen US-Konzerne schlagen oder wie werden sich die US-Konzerne schlagen, die Apples, die Amazons und Co., die eben in dieser Woche ihre Zahlen berichten werden. Und hier sehen wir, das ist wirklich geballt. Morgen kommt Microsoft und AMD, dann kommt am Mittwoch so ein bisschen die klassische Industrie mit Boeing, General Electric, Ford und Konsorten und am Donnerstag dann Alphabet, Amazon, Facebook, Apple. Allein diese vier bringen schon viele Billionen auf die Waage an der Marktkapitalisierung und das wird die Märkte natürlich massiv bewegen können. Und auffallend ist, dass wir etwa beim S&P jetzt das erste Mal seit 2 Monaten keinen neuen Schlusskurs allzeit hoch erreicht haben oder schlichtweg nicht mehr weiterkommen. Zunächst mal die Frage ist, ist das auch ein schlechtes Omen, ja oder nein? Wir werden sehen. Jedenfalls in dieser Woche wird sich was bewegen. So viel scheint klar. Wir sind im Endspurt des Wahlkampfs. Wir haben diese Corona-Thematik, die jetzt immer dominanter wird. Und wir haben eben jetzt die Berichtssaison, die schlecht angefangen hat bei Tech eben mit SAP. Wie gesagt, hier praktisch die Prognose zurückgenommen, eine Gewinnwarnung, wenn man so will. Profit und Sales, also Gewinn und Umsatz, schlechter in Q3 als in Q2. Und das könnte so ein bisschen vielleicht das Mantra sein jetzt der kommenden Berichtssaison der Tech-Werte. Man hat vieles Schönes schon in Q2 reingepackt. Man hat sozusagen von diesem Lockdown zeitweise profitiert, hat da sozusagen frühe Früchte geerntet. So ein bisschen wie bei Netflix den Zahlen. Da sind die Subscriber, diejenigen, die da ein Abo haben, massiv in die Höhe geschossen, aber das flacht dann ab, weil praktisch das Vorzieheffekte sind und das könnte für die gesamte Tech-Industrie gelten. Daher der Fokus eben darauf, wie jetzt die großen Player melden. Und wir sehen, dass jetzt die Fangman-Aktien 0,7% gefallen sind in der letzten Woche, auch durch Netflix. Das war auch so ein kleines Mantra, war so ein kleiner Vorausblick. Und wir sehen, wir haben ja noch ein paar Billionen an Marktkapitalisierung bei diesen Aktien, weit über 7 Billionen. Alleine Apple wäre der viertgrößte Aktienmarkt der Welt. Apple mehr wert, deutlich mehr wert als der gesamte DAX. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was da in der letzten Woche passiert ist, dann sehen wir, dass der S&P 500 Equal Weight Index, also der Index, wo es keine Marktgewichtung gibt, sondern wo alle Aktien im S&P 500 gleichgewichtet sind, dann wäre der schon praktisch ein halbes Prozent nur noch unter seinem vorherigen Covid-Hoch oder praktisch unter seinem Hoch, während der S&P 3,5% darunter ist. Also wir sehen, Equal Weight läuft besser als der normale S&P, in dem ja diese Tech-Aktien deutlich stärker gewichtet sind. Was haben wir noch? Wir haben natürlich wieder Happy Talk von Nancy Pelosi. Ja, immer noch möglich vor dem Wahltag. Und wir glauben nach wie vor an den Weihnachtsmann, auch wenn er jedes Jahr irgendwie nicht gekommen ist. Und jetzt sagt sie, ja, ich habe dem Mnuchin da ein paar Fragen geschickt. Ich gehe davon aus und bin hoffnungsvoll, dass er die jetzt am Montag beantworten wird. Also es ist ein lustiges Spiel und je länger man zuschaut, umso klarer wird, dass Pelosi hier Zeit schindet und sagt, Mensch, wir wollen doch unbedingt, damit schiebt sie, wenn das Ganze schief gehen sollte und die Wahrscheinlichkeit ist überragend, dass es eben nichts mehr gibt, kein Stimulus vor den US-Wahlen. Damit sorgt sie dafür, dass der schwarze Peter nicht den Demokraten zugeschoben wird, indem sie immer sagt, wir sind doch willig, wir wollen doch, Mensch, da haben wir doch ganz tolle Vorschläge gemacht, aber die anderen wollen nicht. Und so wird sich das hier weiterziehen. Das wird schon daran scheitern, dass heute wahrscheinlich die Supreme Court Nominierung respektive Ernennung von Amy Barrett erfolgen wird, dieser konservativen Richterin, um die es ja so viel Streit gegeben hat zwischen den beiden Parteien. Die Republikaner wollten sie unbedingt jetzt noch vor der Wahl durchdrücken und es sieht so aus, als würde das gelingen, nachdem auch Lisa Murkowski, die Republikanerin, die sich vorher kritisch geäußert hat, gesagt hat, ich werde jetzt doch für sie stimmen, Collins wird gegen sie stimmen, aber es wird dann reichen im Senat für die
die US-Republikaner. Das heißt, wir werden wahrscheinlich heute Abend diese Ernennung haben. Und das wird bedeuten, dass natürlich das eine Art Affront ist der Republikaner gegen die Demokraten. Warum sollen die Demokraten dann den Republikanern in Sachen Stimulus irgendwo entgegenkommen? Sieht nicht so aus für mich, als würde das passieren. Und dazu jetzt auch Schumer, Chuck Schumer, der Demokrat, der hat gesagt, also wir werden hier nicht in den Senat gehen, weil Mike Pence ja möglicherweise hier ein bisschen Stress hat. Zwei seiner Top-Berater sind Corona-positiv, er selbst will aber trotzdem kommen in den Senat. Also da sehen wir das Gezänk, unwahrscheinlich, dass da was in Stimulus kommen wird. In Sachen US-Wahl kommen wir jetzt wirklich in die heiße Phase. Wir sehen, dass jetzt fast 60 Millionen Voter schon entweder über Briefwahl oder über Early Vote, also dieses Frühwahl, Möglichkeitssystem gewählt haben. Das ist schon mehr als im Jahr 2016 insgesamt praktisch an Briefwahl- und Frühwahlwählern der Fall war. Wir sehen also, dass die Wahlbeteiligung sehr, sehr hoch sein wird. Wir haben ja jetzt noch diese Woche und den Montag dann noch Anfang nächster Woche. Also da ist wahnsinnig viel Beteiligung. Das ist normalerweise nicht so schlecht für die Demokraten. Die brauchen diese Beteiligung. Schauen wir uns mal an, wie die Märkte jetzt die Sache sehen. Wir haben hier zunächst mal ein Basket von JP Morgan, das gesagt hat, wir stellen mal einen Korb zusammen von Aktien, die von einem Sieg von Biden profitieren würden, und einen Korb zusammen von Aktien, die von einem Wahlsieg von Trump profitieren würden. Und wir sehen, der Biden-Basket, der entwickelt sich deutlich besser, 66% besser, sagte hier JP Morgan. Trump, dieser Trump-Basket dagegen deutlich unter Druck. Also der Markt spielt hier diesen beiden Sieg, ob zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt zunächst mal, aber es wird gespielt. Es ist sozusagen die Annahme. Auf der anderen Seite sehen wir das jetzt bei Wettplattformen wie Predicted, die Wahrscheinlichkeit für einen totalen Sieg der Demokraten gesunken ist, ein Sweep, also praktisch Präsident, Senat und Abgeordnetenhaus in der Hand der Demokraten. Das ist unwahrscheinlicher geworden, laut Predicted. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass eben jetzt die Wahrscheinlichkeit geringer geworden ist, dass der Senat von den Demokraten kontrolliert wird. Dass das Abgeordnetenhaus demokratisch bleibt, erscheint sehr wahrscheinlich. Aber es geht um den Senat. Das wird neben der Frage, wer Präsident wird, sehr, sehr entscheidend. Und das hängt wohl auch zusammen mit der Frage, was ist das Top-Wahlkampfthema? Ist es die Wirtschaft oder ist es die Pandemie? Und wir sehen, auch in den USA gehen die Zahlen wieder nach oben. Wir haben jetzt wieder über 80.000 Fälle. Das gab es im Frühjahr nicht. In den USA gab es auch in der zweiten Welle, die im Sommer im Süden der USA ja gewütet hat, nicht wirklich. Wir sehen, dass natürlich die Daily Tests nach oben gehen. Also es wird mehr getestet, aber die Positivquote geht eben auch nach oben. Und vor allem die Fallzahlen gehen nach oben. Wir sehen auch, die Hospitalisierungen gehen nach oben. Und jetzt steigen auch die Todeszahlen etwas signifikanter. Wir sehen, dass es vor allem die ländlichen Gebiete sind, die immer stärker betroffen sind. Ohio, Indiana, diese Gebiete, die eigentlich tendenziell Trump-affin sind, die sind jetzt immer stärker betroffen. Also das ist also jetzt nicht mehr nur ein Problem der Ostküste und der Westküste, ein Problem der Städter sozusagen, sondern das kommt jetzt sozusagen in den ländlichen Regionen an, in den USA. Und wir hatten ja hier von Angela Merkel die Prognose, ja, wenn es so weitergeht, dann könnten wir 19.000 Fälle pro Tag haben. Wir sind jetzt angesichts dessen, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, deutlich über diesen 19.000. Wenn jetzt die Dinge so weiterlaufen, wie man sie hier sieht, dann haben wir den Faktor 2,6. Also könnten eben auch bald bei Zahlen landen wie Frankreich, die an die 50.000 Fälle haben. Das darf man nicht vergessen. Frankreich, Spanien, Italien, auch Polen überlegen jetzt Lockdowns in verschiedenen Härtegraden. Das ist also etwas, was die Märkte in dieser Woche beschäftigen wird. Das ist schon ziemlich heftig, was da jetzt wieder auf uns zukommt mit neuen Einschränkungsmaßnahmen. Gleichzeitig haben wir auch den Brexit. Hier sehen wir Barnier, den Chefunterhändler der EU, der jetzt mit den Briten verhandelt, angeblich nochmal jetzt bis Mittwoch seinen Aufenthalt in London verlängern will. Man versucht, eine Einigung zu erzielen. Und wir haben in dieser Woche interessant den Fünfjahresplan der chinesischen kommunistischen Partei, die also genau sagen wird, wie die Wirtschaft in 5 Jahren aussehen wird. Deswegen trifft man ja beim BIP immer die Prognosen so exakt. Und das ist natürlich ein Vorbild für die EZB, die in dieser Woche auch tagen wird und entscheiden wird. Da bin ich gespannt, wann der erste Fünfjahresplan rauskommt. Wie viele Anleihen werden wir kaufen in den nächsten 5 Jahren? Wie viel Geld werden wir drucken? Wie viel wird
jeder Bürger besitzen dürfen. Also da kann man sich schon darauf freuen, dass der Notenbanksozialismus dann sozusagen im Stile Pekings hier Einzug halten wird. Das zumindest würde nicht überraschen. Jetzt kaufen wir ja grüne Bonds. Jetzt haben wir praktisch Anleihen der EU mit Gemeinschaftshaftung. Also das geht so schleichend, dass wir schon in der totalen Gemeinschaftshaftung sind. Das ist ein Vorgang, der an der Öffentlichkeit weitgehend vorbeigelaufen ist. Ob wirklich die Belastungsfaktoren an den Aktienmärkten vorbeilaufen, werden wir sehen. Es fängt zunächst mal schwierig an mit SAP, die Tech-Werte im Fokus. Das wird echt eine heiße Woche, eine spannende Woche. Und wir haben jetzt eben eine durchaus fragile Situation für die Aktienmärkte. Die Jahresendrallye kann kommen, aber sie steht jetzt zunächst mal auf der Kippe. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche. Bedenken Sie, dass heute die US-Kassamärkte ja schon um 14.30 Uhr beginnen, nachdem wir die Zeit umgestellt haben. Die Amerikaner machen das erst, glaube ich, in 2 Wochen. Bis dann, Servus und Ciao.